Ein Märchen mit Musik nach Hans Christian Andersen mit dem Prinzen. Seiner Mutter, der Königin. Prinzessin. Und natürlich der kleinen Erbse. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine richtige Prinzessin sein. Die alte Königin, seine Mutter, fand diesen Einfall ihres Sohnes über alle Maßen wunderbar. Doch so sehr sie sich auf den Kopf zerbrach, sie fand in der erreichbaren Nachbarschaft der anderen Königreiche keine geeignete Heiratskandidatin für den Prinzen. Der Prinz war ganz verzweifelt. Sie muss etwas Besonderes an sich haben. Sie muss Persönlichkeit besitzen. Sie muss eben eine richtige Prinzessin sein, sagte der junge Prinz. Echte Prinzessinnen sind heutzutage wirklich selten geworden, musste seine Mutter zugeben. Als mich dein Vater, der König, seinerzeit zur Frau nahm, war ich selbst wohl die letzte Prinzessin hier im Land. Und die Königin wusste keinen Rat. Sagte der junge Prinz, sattelte sein treues Pferd und machte sich auf die lange Suche. Er reiste in der ganzen Welt umher, um eine Prinzessin zu finden, aber überall stand etwas im Wege. Prinzessinnen gab es in der Welt auch genug, aber ob es richtige Prinzessinnen waren, das war nur schwer herauszufinden. Immer gab es etwas, das nicht in Ordnung war. Und ob es sich um eine wirkliche, echte und richtige Prinzessin handelte, war wirklich schwer herauszufinden. Einmal kam er in ein Schloss, in dem eine bezaubernde kleine Prinzessin mit langen schwarzen Haaren und einer entzückenden Stupsnase lebte. Doch er kam rasch hinter ihr Geheimnis. Prinzessin Lara kochte für ihr Leben gern. Ihr ganzes Küchenpersonal hatte sie entlassen und versorgte nun selbst den königlichen Schlosshaushalt. Von früh bis spät wirbelte sie mit Töpfen, Pfannen und Kesseln durch die riesige Küche.
gebackene Kuchen, quirlte Teige, rührte Soßen, rollte Klöße oder schmeckte Rehrücken. Und wenn sie mal nicht am Herd stand, steckte ihre entzückende kleine Nase tief in den wunderlichsten Kochbüchern aus aller Herren Länder. Prinzessin Lara nach. Aber da war der Prinz schon hinter der Allee verschwunden. Prinzessin Lara tränten die Augen. Und das kam ausnahmsweise nicht vom Zwiebelschneider. Und glaubt auch Fackelschein zu erkennen. Nur wenig später war links im Gebüsch unten ein Raschen. Und als er kurz mit sein Messer zog, sah sich plötzlich ein rufenschwarzes Gesicht gegenüber. Was? Keinen Laut, wenn dir dein Leben lieb ist, sagte eine Stimme, die so gar nicht nach wildem Mann klang. Wer bist du? Fragte der Prinz. Und was machst du in der Nacht hier auf dem Feld? Die Polizei sucht mich und ich habe meine Kumpane verloren, sagte die Gestalt und nahm ihre Mütze ab. Langes, gelocktes, rotes Haar fiel darunter hervor. Du bist ein Mädchen, staunte der Prinz. Ich bin Garbi, die Räuberprinzessin, sagte das Mädchen. Mein Reich erstreckt sich vom Gipfel der hohen Berge im Norden bis zu den letzten Krüppelkiefern am Meeresrand im Süden. Und meine Untertanen sind alle Menschen, die mich und meine Räuber fürchten. Der Prinz wunderte sich sehr. Vor einer richtigen Prinzessin sollte man doch eigentlich keine Angst haben, sagte er. Dann bin ich eben keine Prinzessin, so wie du sie dir vorstellst, sagte Prinzessin Garbi trotzig. Ich muss weiter, bevor die Sonne aufgeht. Du erlaubst doch, dass ich mir dein Pferd ausleihe. Sprach und sprang auf den Rücken des treuen Prinzenpferdes und gab ihm gekonnt die Sporen. In der aufgehenden Morgensonne wehte leuchtend ihr rotes Haar. War der Prinz zu Fuß unterwegs. Aber aufgeben wollte er deshalb nicht gleich. Noch mehrmals versuchte er sein Glück mit Prinzessinnen, aber es war aussichtslos. Im Königreich Schokoladie wurde er von der beleibten Prinzessin Trude fast erdrückt, als sie den Prinzen unbedingt in leckere Kuvertüre tauchen wollte, um ihn dann in ihrer Schoko-Ahnengalerie aufzustellen.
Prinzessin Quassel von Liturgien redete leider den ganzen Tag, sodass in ihrem Reich nie jemand wirklich zu Wort kam und der Prinz gar nicht loswerden konnte, warum er eigentlich gekommen sei. Und im Land Dorpeldien gab es gleich zwei Königstöchter, die sich aber den ganzen Tag so heftig stritten, dass sich niemand in ihre Nähe wagte. Die gemeinsame Wortschaft in Schimpfworten war so groß, dass selbst feindliche Armeen, die ihr Schloss belagern wollten, bereits weit vor den Toren entsetzt von so viel Grobheit heillos die Flucht ergriffen. So war Dorpeldien immer sicher vor Angriffen, aber auch vor Prinzen mit Heiratsabsichten. Reiste der Prinz wieder nach Hause und war sehr betrübt, denn er wollte doch gar zu gerne eine wirkliche Prinzessin haben. Aber auch seine Mutter, die Königin, konnte ihm nicht wirklich helfen. Und so saß er von nun an oft betrübt in seinen Gemächern und wollte sich nicht mehr auf Brautschau wagen. Eines Abends gab es ein furchtbares Unwetter. Es blitzte und donnerte, der Regen floss in Strömen, es war ganz schrecklich. Da klopfte es an das Stadttor. Und der alte König ging hin, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die da draußen stand. Aber
sei die Prinzessin aus vom Regen und vom bösen Wetter. Die Kälte ließ sie zittern und das Wasser lief ihr vom Haar und von den Kleidern herunter. Es lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und an den Hacken wieder heraus. Und da sagte sie, sie sei eine wirkliche Prinzessin. Ganz aufgeregt eilte die Königin die langen Schlossgänge entlang. Sie lief so schnell, dass der Luftzug ihres wehenden Mantels fast alle Kerzen löschte. Mein Sohn, ein Mädchen hat Einlass begehrt. Sie behauptet, sie sei eine richtige Prinzessin. Und sie wird die Nacht über im Schloss bleiben. Mutter, sagte der Prinz vorsichtig, ich habe auf meinen Reisen so viele Prinzessinnen getroffen, die keine waren. Wie willst du denn wissen, ob es diesmal eine wirkliche Prinzessin ist? Nun, das werden wir schon herausbekommen, sagte die alte Königin. Aber wie willst du das anstellen? Sagen kann man viel, entgegnete der Prinz. Lass mich nur machen. Es gibt da eine Möglichkeit, sagte die alte Königin geheimnisvoll. Gehe und hole mir eine Erbse aus der Küche, bat sie den Prinzen. Aber verehrte Königin, keine Widerrede, eine Erbse, bitte, befahl die Mutter. Nur eine? Eine einzige genügt. Der Prinz fügte sich und stieg hinab in die Schlossküche, wo er auch tatsächlich eine einzelne Erbse aufstöberte. Die alte Königin ging in die Schlafkammer, nahm alle Betten ab und legte die eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie 20 Matratzen und legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdaunenbetten oben auf die Matratze. Die ganze Nacht liegen, sagte die alte Königin. Aber sie wird doch hinunterfallen von diesem Matratzenberg, jammerte der Prinz schon vor Mitleid. Das wird sie nicht. Morgen früh werden wir wissen, ob es eine richtige Prinzessin ist, sagte seine Mutter vieldeutig. Verstehe ich nicht, gab der Prinz zu. Das kannst du auch nicht. Du bist ja auch ein Junge, sagte die Königin und verließ das Schlafzimmer. Die Prinzessin hatte im Speisesaal ein wirklich üppiges Menü verspeist. Ein halb gefülltes Radieschen, einen Teelöffel gebackene Kartoffelchen und einen Finger und Wein dazu getrunken. So gesättigt wurde sie nun auch bald müde und begab sich in ihr Schlafgemach. Die Nacht brach herein und legte tiefste undurchdringliche Finsternis in die dicken Schlossmauern. Nur das Wachfeuer am Stadttor und ein einsamer Leuchter im Fenster des Schlossverwalters, der um diese Zeit noch über seine Abrechnungsbücher brütete, waren kleine fahle Lichtpunkte.
Tiefe Stille lag über den Schlossfluren und die hohen Uhren tickten durch die Räume. Aus dem Schlafzimmer der Prinzessin hörte man undeutlich ein heftiges Wühlen, dann wieder nichts. Ein leises Tonloseufzen und ein quengeliges Wimmern. Da stolzierte die Königin zufrieden den Gang hinunter. Am nächsten Morgen erschien die Prinzessin mit roten Augen und gähnend an der großen Frühstückstafel. Wie hast du geschlafen? Wollte der neugierige Prinz auch sofort wissen. Oh, schrecklich schlecht, sagte die Prinzessin. Ich habe die Augen fast die ganze Nacht nicht zugetan. Gott weiß, was da im Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, sodass ich braun und blau am ganzen Körper bin. Es ist entsetzlich! Sie setzte sich an den Tisch und wenige Minuten später war sie an der Tafel eingeschlummert. Nun sahen sie, dass sie eine richtige Prinzessin war, weil sie durch die 20 Matratzen und 20 Eiderdaumbetten hindurch die Erbse gespürt hatte. So empfindlich konnte niemand anders sein als eine wirkliche Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn er wusste nun, dass er eine richtige Prinzessin hatte. Die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn sie niemand gestohlen hat. Und so kam es, dass eine kleine Erbse die Antwort auf eine große Frage herausbrachte, nämlich, wie man eine Prinzessin erkennen kann.